Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Und heute werden wir unseren Computer fertigstellen. Vorher, ich habe quasi jetzt schon den Computer gebaut, ja. Ich werde euch natürlich zeigen, wie das geht. Dabei sind mir dann zwei Fehler aufgefallen. Und zwar einmal hier in unserem 16-Byte-RAM-Modul. Und zwar, wenn man da weit rauszoomt und ganz weit nach hinten geht, zur 14, dann waren hier zwei von diesen Eingaben nicht verbunden und es war zum Teil unmöglich, hier auf der 14. Stelle überhaupt Daten abzuspeichern. Das habe ich jetzt geändert, nur damit ihr auch Bescheid wisst quasi. Und dann hatten wir einen weiteren Fehler, nämlich bei unserem Befehlsregister. Und wo ist der? Da ist er. Ich habe da nämlich zwei Eingänge quasi vertauscht. Und zwar, Moment, so, so, so. Ne, hier war's. Also, so. Ursprünglich habe ich hiervon einen Output genommen und hiervon einen Output und das hier reingemacht. Aber theoretisch ist das völlig falsch, weil das hier, diese Lampe, steht ja dafür, dass ROBI, also RAM-Ausgabe B abspeichern sein soll. Und das hier quasi Befehlsregister aus und Zähler ein. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Eigentlich sollten es die beiden hier oben sein. Und daher habe ich hier nochmal die Eingänge ein bisschen verändert. Nur damit ihr das wisst, wenn ihr den Computer baut oder wenn ihr den nachbaut quasi, dass ihr da keine Fehler macht. Und das hat eben dazu geführt, dass wenn man beispielsweise addieren wollte, dass dann aus irgendeinem Grund unser Befehlsregister hier Daten ausgibt. Genau, das war's dann damit. Ja, okay, ich habe das nur ein bisschen verschoben. Das werde ich jetzt nicht abspeichern. Damit gehen wir zurück zu unserem Computer. So, machen wir das mal so. Und dann haben wir hier noch eine weitere Änderung, weil in der letzten Folge haben wir hier unser RAM gebaut. Und dabei habe ich hier die Adressbits quasi gar nicht mit angesteckt quasi. Das heißt, wir verschieben das erstmal so. Und so. Dann nehmen wir hier die ganzen Datenbits quasi. Und wir müssen da noch was zwischenpacken. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit auch wieder die Clock richtig dran gemacht. Also ich habe alles wieder verbunden. Und dementsprechend ist alles wieder funktionsfähig. Wir brauchen hier Komponenten. Und zwar 5 OR-Gates. So, das sind 5. Und die schiebe ich mal in etwa so hin. Also 5 Stück übereinander. Die brauchen wir dann eben für die Eingaben. So, so, so und komm schon. Und so. Sehr schön. Dann nehmen wir hier unser Verbindungstool und verbinden die dann mit den Eingaben von unserem RAM-Controller. Und dann verbinden wir die hier. Ich mache das jetzt einfach mal im unteren. Ist relativ egal. Oh, ich habe eins übersprungen. So. Und die anderen Eingaben kommen hier von unseren Knöpfen. Also hier unser A0. Also unsere Adresse 0 quasi. Der allererste Bit von unserer Adresse. Dann A1 für den zweiten Adressenbit. A2 für den dritten Adressenbit. A3 für unseren vierten und A4 für unseren fünften. So, die Änderung hat jetzt quasi Folgendes zur Folge. Wenn wir Daten speichern wollten vorher, war das im Grunde gar nicht möglich. Wir hätten den Computer anweisen müssen hier. Keine Ahnung, RI, AURI. Das heißt, wir hätten Daten auf unserem A-Register speichern müssen, hätten sagen müssen, hier RAM, speichere das mal ab. Aber es ist ja total dumm. Daher können wir das hier einfügen. Dann, wenn wir hier auf Programmieren drücken, können wir dann hier quasi unsere Adresse einlesen lassen. Hier beispielsweise
1-0, 1-0, 1, so. Und damit können wir eben dann auch wirklich Sachen abspeichern. Genau, dann war es das jetzt aber mit den Änderungen. Wir beginnen hier mit unserer ALU, quasi dem Rechner. Und da haben wir die 8-Bit-ALU. Wir verschieben die mal hierhin. Und dann brauchen wir zwei AB-Register, nämlich eben für unseren A-Register und für unseren B-Register. Und das verschieben wir mal ein bisschen so. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben hier diese, einmal die normalen Outputs, die quasi nur mit dem Laden funktionieren, und einmal die Gleich-Outputs, die immer quasi Daten ausgeben. Die verbinden wir jetzt. Erstmal, das ist unser A-Register, was wir gerade verbinden. Also theoretisch ist es baugleich mit unserem B-Register, aber wir können damit halt unterscheiden. So, nur die oberen 8 Bits quasi, die hier brauchen wir dann für was anderes. Jetzt verbinden wir die hier. Und da auch wieder nur bis zum 8. Bit. Dann haben wir jetzt Subtraktion und Summe Ausgabe. Die Subtraktion können wir auch gleich hier ran machen. Brauchen wir nun in einem Fall, nämlich hier. Da subtrahieren wir eben. Und dann soll das, ja, soll quasi die zweite Zahl negiert werden und dann addiert werden. Gut, wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen OR Gates wieder. Nämlich für unser A-Register. Und zwar 8 Stück. Eine ganze Menge. Und zwar brauchen wir die für die 8-Bit-Eingaben. Nämlich einmal vom Bus und einmal von unserer ALU. Nämlich so, wie ich den Bus quasi designt habe, ist quasi ein Platz zu wenig da, um Daten von der ALU auf den Bus zu schreiben. Und es passt gerade so nicht. Packen wir es da drüber. Oh. So. Und ich mag es, wenn man die Schrift nicht lesen kann. Daher mache ich das ganz gerne so. Und die Ausgaben kommen hier in unsere Datenbits rein. Genau. So, Clock von den allen hier packen einfach da in die Clock rein, auch vom B-Register. Und dann verbinden wir jetzt hier die Datenbits einfach einmal quer rüber, jeweils zur ersten Eingabe quasi. Sollte nicht passieren. Warte, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 4. Dann sollte das ja der 5. Bit sein. D4 ist der 5. Bit. Dann das. Und dann das. Und der letzte hier ist natürlich die Clock. Die haben wir schon verbunden. Und die zweiten Eingaben, die kommen hier von unserer ALU. Also auch einmal quer rüber. Und die ALU schreibt so oder so nur zum A-Register. Also da sollte nichts passieren. Jetzt müssen wir gucken, wo sind hier noch freie Plätze. Da oben. Die verbinden wir jetzt hier mit dieser Ausgabe vom A-Register quasi. Das heißt, wenn wir sagen, beispielsweise, wenn wir Daten auf dem RAM speichern wollen, dann müssen wir die vom A-Register nehmen können und dann eben im Bus, auf dem Bus schreiben und dann im RAM ablegen können. Genau, damit haben wir die verbunden. Hier haben wir unser Negativ, das kommt hier bei unserem Flaggenregister rein. Und dann haben wir das. Summe out, da brauchen wir auf jeden Fall ein OR-Gate, zumindest eins, nämlich für die beiden Fälle hier, einmal bei der Addition, einmal bei der Subtraktion. Und dann schnappen wir uns das mal
verbinde das hier einfach mal, also hier Summe out und hier Summe out. Dann verschieben wir das hier rüber. Und wir stellen das direkt davor. Und damit können wir das abspeichern lassen. So, hier brauchen wir speichern und laden. Oh, hier brauchen wir auch noch die Daten vom Bus. Die verbinden wir auch noch. Ist ein bisschen schwer hier. Über den halben Bildschirm gezogen. Ich will auch nicht weiter rauszoomen. Wenn wir nämlich viel weiter rausgehen, dann sehen wir irgendwann die einzelnen Konnektoren quasi nicht mehr. Okay, ja, das war natürlich wieder das Store-Signal. Das müssen wir nicht verbinden. Jetzt haben wir noch Store und Load, Store und Load. Okay, also B wird im Grunde nicht geladen, also der bleibt quasi leer. Aber wir müssen zweimal B speichern, nämlich hier und andersrum. Einmal hier und einmal hier. Das bringen wir dann auch rüber zu unserem B. Und wir packen das hier direkt vors Speichern. Dann machen wir hier unser Speichern und unser Laden bei unserem A-Register. Erstmal machen wir erstmal das Laden. Da haben wir 1, 2, 2. Ich glaube, es sind nur 2 hier oben. Einmal beim Output und einmal beim A-Speichern. Das ist auf jeden Fall schön. Dann verbinden wir die beiden einfach und schieben das hier rüber. Ich packe es einfach mal dahinter. Ist jetzt egal. Hier, das kommt zum Laden rein. Und ich weiß auch schon beim Endgate, beim Speichern meine ich, nicht beim Endgate, beim Speichern, da brauchen wir auf jeden Fall 3 Eingänge. Und das kommt dort rein. Jetzt zoomen wir mal ganz weit raus. Die Verbindung besteht noch. Und dann gehen wir zum ersten AI, genau hier. Dann das zweite ist hier drüben. Das verbinden wir einfach dort oben. Und das letzte verbinden wir mit dem hier unten, mit der Subtraktion. Und ja, das sieht dann eigentlich ganz in Ordnung aus. Ich denke mal, man kann es hier ein bisschen zusammenschieben, aber ist auch relativ egal jetzt. Also ich glaube, wir haben den Computer jetzt vollständig. Wir werden diese Folge noch nicht austesten, sondern nächste Folge. Da werde ich dann Addition, Subtraktion auf jeden Fall schon mal machen, um euch zu zeigen, wie der Computer dann noch funktioniert. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo. Nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.